Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov, mein Gott. Ja, sorry erstmal, dass es so lange keine Folge mehr gab. Liegt daran, dass ich momentan extreme Aufnahmeprobleme habe mit Escape from Tarkov. Bei der Folge, die ihr jetzt heute sehen werdet, ist das die Folge, wo mir das erste Mal aufgefallen ist, dass es irgendwann nach einem Patch passiert. Und zwar habe ich extreme Frame-Einbrüche in der Aufnahme. Das Spiel läuft bei mir butterweich, aber die Aufnahme zerballert es total. Ich weiß momentan noch nicht, wo es dran liegt. Ich versuche es immer noch herauszufinden. Ich kann euch aber nicht versprechen, wenn die nächste Folge kommt. Ich bin aber dran. Ich bin jetzt aber momentan immer mal wieder beruflich unterwegs, so auch die nächsten Tage. Ich komme zwar heim, aber da werde ich es nicht mehr schaffen, abends großartig was aufzunehmen. Und ja, demnächst bin ich auch immer wieder ein bisschen länger weg und ich war jetzt wieder weg und ach, keine Ahnung. Also momentan ist wirklich ein bisschen schwierig, aber ich versuche mein Bestes, um Escape from Tarkov wieder zum Laufen zu bringen. Versprechen kann ich aber euch nicht, wann die nächste Folge kommt. Ihr müsst die Folge jetzt auch heute nicht so komplett angucken, weil ich kann euch jetzt schon sagen, die ist komplett verruckelt. Ich bin sehr verwundert während der Folge, was da komischerweise passiert. Ich wollte euch diese Folge nur mal zeigen, damit ihr seht, was für krasse Probleme ich momentan mit dem Spiel habe. Wie gesagt, bei mir im Spiel läuft es super flüssig, die Aufnahme ist nur komplett im Arsch. Und ja, viel Spaß kann ich euch jetzt nicht großartig wünschen. Guckt es euch einfach an, macht euch euer Bild, schreibt mal was in die Kommentare. Ich versuche mein Bestes, dass es bald wieder funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, viel Spaß. Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge vom Escape from Tarkov. Und ich bin mal als Scavenger unterwegs. Ja. Und wie ihr seht, habe ich in letzter Zeit leider folgendes Problem. Seit dem letzten Patch läuft das Ganze hier in der Aufnahme wie eine Dia-Show ab. Und das ist ein Problem für mich. Ich habe schon verschiedenste Einstellungen probiert. Es lässt sich leider nicht ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist echt kein Zustand, wie ihr euch selbst hier überzeugen könnt. Das ist eine echte Dia-Show. Bei mir läuft alles flüssig tatsächlich. Nur in der Aufnahme sieht es aus, als hätte ich hier ohne Witz einen Rechner von vor 20 Jahren stehen. Und ja, was soll man dazu sagen, ne? Finde ich sehr, sehr schade, muss ich gestehen. Nur eine an. Hier liegen alles mögliche an Magazinen und ein Zeug rum. Kann ich das hier mitnehmen, wenn ich das so einpacke? Ja, kann ich. Ich habe mir alle möglichen Kommentare von euch durchgelesen. Ich muss genauer gucken, habe ich festgestellt. Okay, jetzt scheint es halbwegs flüssig zu laufen. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Und an die möchte ich mich auch halten, an eure Kommentare, was ihr mir so vorgeschlagen habt. Wie gesagt, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Erfahrung in dem Spiel sammeln, deswegen nehme ich... Alter, der wird sowas von rumgeballert. Ich möchte ein bisschen Erfahrung sammeln, deswegen nehme ich jetzt erstmal lieber meinen Scavenger, anstatt meinen echten Charakter. Alter, und es ruckelt so pervers in der Aufnahme. Das ist ja echt der Horror. Was sollen wir denn mal machen, Leute? Ich mache das jetzt einfach mal weiter und guck mir das danach nochmal an. Aber wenn ich mir das echt so anschaue, bin ich mir fast sicher, dass das heute erstmal die letzte Folge ist von Escape from Tarkov. Ich habe nichts an meinen Einstellungen geändert. Also wirklich gar nichts, aber das Spiel hat diverse Updates erfahren und ich glaube, das ist ein Problem. Ich werde einfach jetzt auf alles schießen, was sich bewegt. Es bewegt sich so dermaßen viel. Ich weiß gar nicht, ob was ich alles schießen soll. Okay, Licht war auf T.
super. Geht ja gut los. Hier ist auf jeden Fall irgendjemand drin. Schuss, den ich da gerade gehört habe, der war von hier drin. Aber ihr seht, es ruckelt wie die Hölle. Ich bewege gerade die ganze Zeit meine Maus hin und her. Bei mir alles super smooth. Und bei euch sehe ich gerade nur, gucke ich die ganze Zeit eigentlich auf denselben Punkt, weil das immer der Mittelpunkt ist von meiner Bewegung. Bitter. So. Musst du kurz meiner Freundin Hallo sagen. Leute, so geht das nicht. Bei aller Liebe zu dem Spiel, ich mag das ja, aber... Ah, was soll man da machen? Ich kann euch echt nur anbieten, dass ich nochmal... Ah, was soll ich machen? Ich habe schon alles mögliche an Einstellungen geändert. Weiß nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier schon wieder an 1000 Sachen vorbeigelaufen, weil ich die ganze Zeit auf meine Aufnahme... auf mein Aufnahmefenster lunse. Schauen, wie es aussieht. Okay, habe ich jetzt nichts gefunden. Zwischendurch ruckelt es mal nicht, aber zwischendurch ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Qualitätsanspruch, was Let's Play angeht. Das sollte schon durchgängig flüssig sein. So, mal gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Ne, sieht gut aus. Da liegt doch, glaube ich, was auf der Truhe drauf. Ne, sah nur so aus. Kann ich das aufmachen? Ja. Dann gehen wir mal da rein. Sowas gefällt mir ja gar nicht. Erstmal schöne Wand im Rücken. Naja, sobald ich irgendwie entweder wo reingehe oder wo sich viel bewegt, ist Schicht im Schacht. Hm. Nicht gut. Gar nicht gut. Macht mich da ein bisschen fuchsig. Was sollst du machen, ne? Ist leider nicht in meiner Macht, glaube ich, gerade. Jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Ein paar Minütchen mache ich. Ah, ich habe gedacht, da wäre ein Gegner. Ein paar Minütchen mache ich noch, aber... Ich werde heute keine halbe Stunde machen, das weiß ich jetzt schon, weil es guckt eh keiner. Aber wie kann das sein, dass nur durch die Änderung an dem Spiel die Aufnahme so laggt? Das will gerade nicht so ganz in meinen Schädel rein. Also gut, ich bin auch kein Informatiker. Ah, die Halle kennen wir doch. Hier habe ich doch schon mal jemanden abgeschossen. Also ich bin kein Informatiker, aber es macht für mich einfach keinen Sinn. Dass sich da irgendwas ändern sollte. Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Nein. Ich bin wahrscheinlich schon wieder an 1 Milliarde Sachen vorbeigelaufen.
Aber ich erkenne es einfach nicht. Hier kann ich nichts aufsammeln. Alles nichts zum Mitnehmen. Bei den Kanistern geht auch nichts. Falls ihr die überhaupt gesehen habt. Das ist wieder so eine Tür, die nicht aufgeht. Ich genau wieder drüben. Da sind noch Räume. Da habe ich doch gerade, achso, was gesehen, aber das war eine Closed Door. Ah, sieh mal hier an, hier hängt eine Jacke. Tape. Ich höre was. Ich weiß halt nicht, ob der auf mich schießen wird. Bin ja eigentlich einer von denen. Wenn man es mal genau nimmt. Ich bin ja auch ein Scavenger. Und mir hatte jemand in die Kommentare geschrieben, die schießen nicht auf mich. Bin nicht so sicher, ob ich dem glauben soll. Hier liegen Magazine rum. Kann ich aber nichts von mitnehmen. Keinen Rucksack. Ich kann überlegen, ob ich es mal drauf ankommen lassen soll und mich zeigen soll. Schießen kann ich dann immer noch. Hoffe ich. Müssen wir halt nur wissen, wo die jetzt sind. Das hört sich an, als wären die da oben drin, aber das kann eigentlich nicht sein. Tür ist nicht echt. Aber man kommt da schon rein. Ich gehe mal hoch, gucke mal. Das müssten die doch gehört haben. Noch fest dagegen treten kann ich nicht. Jetzt natürlich noch anfangen rumzuballern, aber davon habe ich dann auch nichts. Also hier ist irgendwie keiner. Nächste Halle. Keiner Menschenseele begegnet. Der liegt hier einfach rum und chillt, oder was? Oder lebt er noch? Dead Scavenger. Ah, guck mal hier, kann man auch reingucken. Ich bräuchte einen Rucksack, fände ich voll gut. Screwnut, Bolts. Irgendwas, was ich nicht identifizieren hab, kann. Ach doch. Inspect, nee, Examine muss ich machen, ne? Das ist ein T-Plug. Ich weiß immer noch nicht, was mir dieses Zeug immer bringt. Also, da gibt es ja eine ganze Menge von. Irgendwie irgendwelcher Schrott und sowas. Da weiß ich aber immer noch nicht, was ich damit machen kann. Ich glaube, das brauche ich für diese Händler, ne? War da nicht was? Ich gehe mal hoch. Okay, hier sind irgendwelche Maschinen. Da
Das war nah. Galt aber, glaube ich, nicht mir. Das ist ein bisschen kacke, muss ich sagen, dass die Sounds so verwaschen. Oder, ja, sich halt irgendwie vermischen, besser gesagt. Habe ich das jetzt eingepackt? Ich kann gerade nichts machen. Meine Maus bewegt sich nicht mehr. Ah ne, habe ich nicht genug Space für. Alles klar. Quasi, wenn ich hier drin bin und höre einen Sound, hört sich's an, als wäre der Schuss hier drin, obwohl er halt draußen ist. Das ist super verwirrend, wie ich finde. Und führt teilweise zu echt Konfusionen, Situationen. Immer noch keinen einzigen Gegner gesehen. Guck mal, hier ist noch eine Tasche. Wäre cool, wenn ich die jetzt mitnehmen könnte als Rucksack oder sowas. Screwdriver, Toothpaste. Komm. Use all. Einmal schön einschnabulieren. Was kann ich hier mitmachen? Weiß ich nicht. Jede Menge Zeug rum, kein Rucksack. Hier ist eine Müllbacksteine. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich zum Kämpfen brauchen könnte. Da komme ich irgendwie drüber. Oder auch nicht. Ah, doch, mit einem Duckjump geht's. Ich glaube, ich mache mich jetzt mal auf den Rückweg. Dass ich zumindest mal das Zeug hier noch... Oh, warte mal, hier kommen wir aufs Dach. Dass ich mal zumindest das Zeug an Loot mitnehmen kann. Okay, ich kann hier doch nicht aufs Dach. So. Bin ich hier wieder am Anfang? Ja. Wahrscheinlich lauert mir hier jetzt gleich einer auf und er schießt mich, wenn ich reingehe. Deswegen schnell in den Keller. Und auf Wiedersehen, du liebe Ruckelorgie. Es ist total doof. Bei mir läuft's wie Butter. Bei euch leider nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde jetzt gleich nochmal nachgucken, aber die Frage ist echt, werde ich es herausfinden? Ich weiß es nicht. So, hier den ganzen Mist mal abladen. Das ist dann hoffentlich noch da, oder? Weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist das nicht mehr da. Wäre zu einfach. Könnte ich ja dauernd irgendwie einen Scavenger nehmen und mir den ganzen Scheiß dann wegnehmen. Wäre ein bisschen easy. Oder sehe ich das falsch? Raid ended. So, jetzt gehen wir nochmal in das Charaktermenü und gucken, ob die Pistole und sowas noch da ist, wo ich es hingelegt habe. Okay, sie sind tatsächlich noch da. Cool. Naja, gut, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich forsche mal nach. Wenn ich es erstmal nicht, also wenn jetzt erstmal ein paar, eventuell Wochen im schlimmsten Fall, keine neuen Folgen kommen, habe ich das Problem noch nicht lösen können. Aber dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.